Kilometer durch die Meerenge von Gibraltar. Nur noch 14 Kilometer am Ende einer Reise durch Afrika. Es sind mörderische 14 Kilometer, denn die Strömungen sind stark und die Kapitäne oben auf den Frachtern können die Schlauchboote nicht sehen, in denen bis zu 70 Afrikaner hocken, die von Europa träumen. 17 Millionen Afrikaner sind auf der Flucht, die meisten in Richtung Norden. Wie viele im kalten Wasser sterben vor der Costa del Sol, weiß niemand. Algeciras, Hafenmetropole in Andalusien. Hier lebt einer, der die afrikanische Odyssee überstanden hat. 5 Jahre lang war John Ampan unterwegs. Er verließ Ghana, um seine Familie zu ernähren, seine Ehefrau Waida und seine 3 Kinder. Ich bin niemals nach Europa gekommen, um hier zu bleiben. Ich kam, um Geld zu verdienen, dann nach Hause zu fahren und dort meine Frau zu unterstützen. Und dieses Ziel habe ich bis heute nicht erreicht. Mein eigentliches Ziel war es, in Europa etwas Geld zu verdienen und ein Haus für meine Familie zu bauen, was ich bis heute nicht geschafft habe. Ich habe mein Ziel noch immer nicht erreicht. Und jetzt kehrt John Ampan zurück. Zum ersten Mal nach 15 Jahren in der Ferne. Monat für Monat schickt er 200 Euro nach Hause. Am Telefon erzählt er seiner Frau, wie kalt Europa ist. Hin und wieder spricht er mit seinen 3 Kindern, die von seinem Geld studieren und zur Schule gehen können. Ein afrikanisches Familienleben. Ich habe keine Angst, aber ich bin nervös. Es ist, als ob ich träumen würde. Ich kann auch gar nicht glauben, was gleich passieren wird, dass ich meine Familie sehen werde. Es ist wie im Traum. Mit uns kehrt John Ampan nach Hause zurück, um die Reise ein zweites Mal zu machen. Sie beginnt in Accra, wo 3 Kinder auf den fremden Vater warten. Als ich hinauskam, war das Erste, was ich sah, meine Tochter, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte. Sie war die Erste, die rief, da kommt Daddy. Als sie mich sah, rief sie, Daddy. Das hat mich tief berührt. Und ich wusste nicht, wen ich zuerst umarmen sollte. Seine Frau war dagegen, vor 15 Jahren. Aber John war entschlossen. Es sind meistens die Männer, die gehen, die Jungen, die Starken, und nur wenige kehren zurück. Er sagte immer, dieses Jahr werde ich kommen. Wir haben uns auf ihn gefreut. Das Jahr kam, das Jahr ging. Er rief an und sagte, tut mir leid, ich schaffe es nicht. Also haben wir gesagt, vergiss es. Wenn er kommt, schön, wenn nicht, auch okay. Ghana gilt als Musterdemokratie in Westafrika. Aber auch Ghana ist arm. Johns Familie lebt in Tema in einem kleinen Steinhaus. Hinten wohnen sie, vorne führen Waida und die Kinder eine Bar. Eva, die Älteste, studiert. Glenn, Johns Sohn, will Fußballer werden in Europa. Alice, die Jüngste, geht zur Schule. Unvorstellbar ohne das Geld aus Europa. Als wir heirateten, war sie 17. Alle haben gesagt, wir seien zu jung, um zu heiraten. Aber meine Schwiegermutter sagte, okay, macht es. Und meine Tochter ist jetzt 20. Alle hier kennen die Geschichten aus dem Paradies. Von sauberen Ländern wie Deutschland, wo die Menschen Arbeit haben, wo die Menschen reich werden und alt. Wenig erfahren sie in Ghana von den Flüchtlingen, die in der Wüste verdursten, oder von denen, die im Mittelmeer ertrinken. Nacht für Nacht brechen die Schlauchboote drüben in Marokko auf und auf der anderen Seite, in Spanien, werden sie erwartet.
Das ist alles sehr traurig. Ich habe schon immer gesagt, es sind keine Verbrecher. Warum müssen Menschen sterben, nur weil sie eine bessere Zukunft suchen? Sie suchen nur einfach eine Zukunft oder eine Arbeit oder was auch immer. Wir können es leider nicht verhindern, dass sie es versuchen. Die durchschnittliche Lebenserwartung südlich der Sahara beträgt 46 Jahre. 31 afrikanische Länder gelten als arm. Es gibt Pauschalpreise für die Reise nach Europa, aber die meisten quälen sich Stück für Stück voran. Immer wenn sie Geld haben, geht es weiter. 1.000 Dollar kostet die Überfahrt. Die teuersten Plätze sind die sicheren Plätze in der Mitte. Hör mal her, ich habe welche entdeckt. Die beliebtesten Ziele sind Deutschland, Spanien und England. Aber die Festung Europa ist bewacht, ihr Wassergraben tückisch. Alles haben die Migranten zurückgelassen. Familien, Freunde. Sie reisen ohne Gepäck und ohne Papiere. Meist haben ihre Familien zusammengelegt und einen Sohn auf die Reise geschickt. Jetzt hoffen alle, dass er durchkommt und Geld schickt. Zwei Routen führen von Westafrika nach Europa. Beide führen durch die Wüste. Die eine geradeaus nach Norden, durch Niger und Algerien nach Marokko. Die andere durch Mali, Mauretanien, die Westsahara. Die letzte Etappe führt immer durchs Mittelmeer. Hör mal, wir brauchen hier schnell eine Patrouille. Es ist eine Folge der Globalisierung, dass die arme Welt weiß, wie die reiche Welt lebt. Die Menschen der armen Welt halten es nicht für Gott gegeben, dass Europa reich und unerreichbar und Afrika arm und bis zum Tod ihre Heimat sein muss. Wer Andalusien erreicht, muss über die Felsen und durch die Dünen klettern. Wer Glück hat, erreicht die Nationalstraße 340 und erwischt dort ein Auto nach Norden. Wer Pech hat, den erwischt die Polizei. John Ampan reiste auf Ladeflächen von Lastwagen über 5000 Kilometer weit. 5 Jahre lang, weil ihm das Geld ausging, weil er inhaftiert und deportiert wurde. Er fing immer wieder neu an. Und jetzt macht er die Reise ein zweites Mal. Wir wollen die beobachten und begleiten, die heute unterwegs sind. Das heißt auch Abschied. Schon wieder. Ich bin ihr dankbar dafür, wie sie sich um die Familie gekümmert hat. Ich bin beeindruckt, wie sie das geschafft hat. Sie hat so viel getan. Ich bin stolz auf meine Familie. Als ich ihr jetzt auf Wiedersehen sagen musste, war es einer der traurigsten Tage in meinem Leben. Es kam mir vor, als würde ich sie betrügen. Jetzt war ich 15 Jahre weg und konnte nicht mal einen Monat bleiben. In den Jahren, als John unterwegs war, hörte die Familie wenig von ihm. Dann kam das erste Geld. John hatte Erfolg, aber er war nicht da, als seine Eltern starben. Und Alice, heute 15 Jahre alt, sah ihren Vater nie. Seine Reise führte nach Osten, zunächst von Accra nach Lagos, Nigeria. 15 Millionen Einwohner, eine Stadt aus Müll und Schlamm. Die Bretter, die durch die Slums führen, heißen hier Hauptstraßen. Niemand hilft dem anderen, du musst dir selber helfen. Wenn du aus einer reichen Familie kommst, wirst du noch reicher. Wenn du aus einer armen Familie kommst, musst du kämpfen. Wie überlebt man in Lagos?
Nur wer richtig hart ist, überlebt. Denn es gibt keine Regeln in Lagos. Es stinkt in Lagos. Nach Urin und Schweiß, feuchtem Abfall, faulem Wasser, nach Benzin und Leichen. John reiste nach Benin City. 90% Arbeitslosigkeit, Hauptstadt der Kinderprostitution. Viele jener Mädchen, die an Europas Straßenrändern stehen, kommen aus Benin City. Verkauft werden sie von ihren Eltern. Bevor die Mädchen in die Ferne geschickt werden, gehen sie zum Zauberer. Der Zauberer soll sie schützen. Benin City ist auch eine Hauptstadt des Voodoo. You need a supernatural eye to see what is ahead of you, what is going to happen tomorrow. Du brauchst ein übernatürliches Auge, um die Dinge sehen zu können, die kommen werden. Und dann brauchst du übernatürliche Kräfte, um Grenzen überschreiten zu können. Und weil du das nicht selber kannst, gehst du zu einem Voodoo-Priester. Diese Leute sind darauf spezialisiert, Grenzen zu überschreiten. Die Geister, die die Mädchen im fernen Europa schützen sollen, verlangen ein Opfer. Aber es geht nicht nur um Schutz. Die Mädchen sollen wissen, dass sie, selbst in der Ferne, für die Mächte Afrikas immer erreichbar sind. Sie sollen sich schuldig fühlen. Das Blut des Opfers bindet sie an die Heimat. Erst wenn sie ihre Schlepper bezahlt haben, sind sie frei. In all diesen Schalen sind Zaubergegenstände von Menschen, die ausgewandert sind. Jeder Einzelne hat was geschickt? Ja, alle, die du da siehst. John Ampan reiste nach Norden, nach Agadez. Agadez, jahrtausendealte Handelsstadt der Salzkarawanen, ist heute eine Drehscheibe der Migranten. Hier kommen alle durch, die die Wüste durchqueren wollen. Hier leben die Schlepper. Die Flüchtlinge warten rund um den Busbahnhof auf den Wagen, der sie weiterbringt. Sonst tun sie nichts. Sie sitzen da, verhandeln längst verhandelte Preise. Dann warten sie auf den Trip nach Norden. Wenn wieder ein Pickup aufbricht, stellen sich alle, die mitfahren wollen, im Halbkreis auf. Und immer gibt es mehr Passagiere als Plätze auf der Ladefläche. Viele profitieren. Die Polizei kassiert Schmiergelder. Die Schlepper verkaufen Fahrkarten. Die Flüchtlinge kommen voran. Wenn es hell wird in Agadez, brechen sie auf. Agadez ist der Ort, an dem du eine Entscheidung triffst. Entweder du fährst nach Libyen, um es dann nach Italien zu versuchen, oder du fährst nach Algerien oder Marokko und dann nach Spanien. Als ich zu Hause losfuhr, wusste ich noch nicht, wohin ich wollte, bis ich hier in Agadez ankam. $12 Milliarden nehmen Menschenschmuggler Jahr für Jahr weltweit ein. 800.000 Flüchtende bringen sie dafür über internationale Grenzen. Was in Europa als organisierte Kriminalität gilt, als Menschenhandel, ist hier eine Dienstleistung. Es sind Reisebüros der afrikanischen Art. Ich bin in ein Haus in der Nähe des Busbahnhofs gegangen. Dort warteten schon andere. Wir haben eine und noch eine weitere Nacht gewartet. Dann hatten wir 3 Pickups und mit denen ging es los. Wir waren insgesamt 88 Menschen. Eng ist es auf den Ladeflächen. So eng, dass Hände und Füße einschlafen. Man kann sie nicht bewegen dort oben. Es gibt dort oben Chefs. Das sind die starken Jungs, die die Plätze auf dem Führerhaus oder am Rand ergattern. Und es gibt die Schwachen, die unter den anderen sitzen oder stehen müssen. Das Schlimmste ist der Dreck. Alle tragen Jacken und Mützen oder Turban, aber der Sand und der Staub schaffen sie doch. Ich will nach Deutschland. Ja, nach Deutschland. Warum Deutschland? Weil es dort Arbeit gibt und weil die Deutschen nette Leute sind. They help people, you know.
Ich will einfach nur einen Job ergattern. Vielleicht als Helfer in einem Restaurant. Die Reise nach Europa ist eine Reise durch Dünen, abseits der Pisten. Wer dort liegen bleibt, findet kaum wieder hinaus. Ich bin genauso durch die Wüste gefahren. Wenn ich das sehe, kommt alles wieder hoch. Die Sonne ist so stark. Und wenn du dir die Leute ansiehst, sie tragen dicke Jacken und sind bepackt. Sie ertragen so viel Leid, bis sie die Reise beendet haben. Und sie wissen nicht, ob sie die Reise jemals beenden werden. Jetzt hast du eine Ahnung, was ich vor 15 Jahren durchgemacht habe. Als einer der drei Pickups zusammenbrach, flohen die Fahrer. John Ampan und die anderen blieben zurück. Zuerst warteten sie. Sie konnten nicht glauben, dass sie verlassen worden waren von denen, denen sie vertraut hatten. Dann gingen sie. Aber wohin? Wo waren sie? There was one Ghanaian boy. He's called Kweku. Da war ein Junge aus Ghana dabei. Er hieß Kweku. Er hatte schon in Holland gelebt und hatte dort eine Freundin und einen Sohn. Dann wurde er zurück nach Ghana abgeschoben. Er hatte das Foto seiner Freundin und seines Sohnes bei sich. Er hatte kein Visum für Holland bekommen, um zurückzufliegen. Um seine Familie wiederzusehen, musste er den Landweg nehmen, über Spanien nach Holland. Leider konnte er die Reise nicht beenden. Wir haben ihn begraben, nachdem er starb. Bald schon hatten die Ersten kein Wasser mehr. Sie tranken Benzin. John Ampan war sparsam mit seinem Wasser. Er bewegte es im Mund hin und her, bevor er schluckte. Er hütete sein Wasser. In den Kirchen Afrikas lehren sie etwas anderes. Teile, mein Sohn. Ab dem sechsten Tag fingen die Leute an zu sterben. Aber ich habe nichts von meinem Wasser abgegeben. Was ist, wenn du jemanden rettest und selber stirbst? Am Ende haben von den 88, mit denen wir die Reise begonnen haben, nicht mehr als 25 überlebt. Nach 4 Jahren kam John Ampan in Ceuta an. Eine spanische Stadt, eine Exklave auf marokkanischem Boden, gesichert durch 6 Meter hohe Zäune und schwer bewaffnetes Militär. Doch immer wieder versuchen es die Flüchtlinge. Ihr Kalkül, wenn sie viele sind, kommen einige durch. In Tanga verstecken sie sich in Kellern, in der Hoffnung, dass bald ein Boot ablegt. Sie gehen immer zu viert vor die Tür. Jeder hat eine Richtung im Blick und pfeift, wenn die Polizisten kommen. So kurz vor dem Ziel erwischt zu werden, wäre unverzeihlich. Ich weiß, dass das eine sehr riskante Route ist. Aber was soll ich machen? Ich bin aus einer armen Familie. Ich kann mir nicht helfen. Ich musste die Reise durch die Wüste beginnen, um es nach Europa zu schaffen, um zu überleben. Ich glaube, die Europäer können uns nicht stoppen. Denn was sollen wir hier in Afrika machen? Wir haben nichts zu tun und haben kein Geld. Wir brauchen Kleidung und ein Auskommen. Wer will uns also stoppen? Ich verstehe gar nicht, wieso die Europäer nicht erwarten, dass wir es immer wieder probieren werden. Das Paradies ist nah von Tanga aus, 14 Kilometer nur. John Ampan kletterte damals über die Zäune von Ceuta. Damit war er drin. Er lebt in Algeciras seit 10 Jahren. Er isst und lebt, kauft ein und kleidet sich wie ein Europäer. Diesmal kann er die Fähre nehmen. Er hat inzwischen eine Aufenthaltsgenehmigung. John Ampan hilft in Spanien denen, die neu ankommen. Nur er selbst scheint niemals anzukommen in diesem kühlen Paradies. Auch diesmal nicht. Ich habe so viele Dinge gesehen und vergleichen können zwischen zu Hause und Europa. Und heute habe ich nicht das Gefühl, nach Europa zu gehören. Irgendwann werde ich zurückgehen und die Dinge dort in Ordnung bringen. Denn Afrika ist der Ort, wo ich hingehöre. Ist dir dies während der Reise klar geworden? Ich bin mit einer bestimmten Mentalität zum ersten Mal nach Europa gefahren und jetzt mit einer neuen nach Afrika.
Und jetzt kehre ich zurück und alles hat sich komplett verändert. Die Gedanken, die Eindrücke und die Gefühle, die ich für Afrika und Europa hatte, alles. Täglich kommen sie an, in diesen Wochen vor allem auf den Kanaren. Es ist Nachsaison für deutsche Urlauber, Hochsaison für die Küstenwache von Teneriffa. Die Flüchtlinge sind in Mauretanien in die Cayucos gestiegen. Holzboote, nicht geschaffen für 1200 Kilometer in rauer See. 12.000 Afrikaner quälten sich in diesem Jahr über den Atlantik. Und Tausende ertranken, das ist sicher. Europa begrüßt seine ungebetenen Gäste nicht ausschließlich mit Stacheldraht und Maschinenpistolen. Hin und wieder zeigt Europa auch Mitgefühl. Jeder von ihnen bekommt von uns einen Trainingsanzug und Schuhe. Wenn die Schuhe nicht passen, werden sie umgetauscht. Dazu zwei T-Shirts, ein paar Socken, Unterwäsche zum Wechseln und eine Wolldecke pro Person. Woher kommen sie? Viele stammen aus Nigeria, dem Senegal und Ghana, aber das sagen sie nicht, weil Europa in diese Länder ziemlich schnell abschiebt. Sie wissen, was ihre Chancen erhöht. Sie sagen Kongo, Sudan, Liberia. Die werden jetzt alle aufs Kommissariat gebracht und erfasst. Viel mehr kann man nicht machen. Weil sie ihre Ausweise wegwerfen, ist die Abschiebung schwierig, eigentlich unmöglich. Kann man das Menschen, die ihr ganzes bisheriges Leben aufgegeben haben, vorwerfen? Ich habe alles riskiert, um hier ein besseres Leben zu führen. Dort, woher ich komme, kann man nicht mehr leben. Wir sind doch die Männer. Wir müssen los und etwas verdienen für uns und unsere Familien. Wollen Sie nichts essen? Es ist wichtig, etwas zu essen und viel zu trinken, gerade nach so einer Reise. Setzen Sie sich bitte darüber zu den anderen. Ich kann Ihnen dabei helfen. Können Sie alleine aufstehen? Ich helfe Ihnen. Sie alle wollen arbeiten. 150 Milliarden Dollar schicken Migranten pro Jahr nach Hause. Das Dreifache aller Entwicklungshilfe. Die Polizei wollte gerade wissen, wer der Kapitän des Bootes sei. Sie sagen alle, es gab keinen Kapitän, wir sind alle gleich und Freunde. Sie haben das Boot gemeinsam gekauft. Vielleicht hat es ja einer organisiert. Aber sie sagen, sie hätten das Boot zusammen gekauft. Sie sind angekommen nach dieser Reise durch ihren Kontinent. Die, die es nicht geschafft haben, sind entweder krank geworden oder in Gefängnissen gelandet. Sie sind gescheitert, weil sie kein Geld mehr hatten oder verraten wurden von ihren Schleppern. Sie sind in der Sahara gestorben oder im Meer. Sie alle haben die afrikanische Odyssee nur deshalb gewagt, weil sie ihren Traum vom Leben leben wollten.